30 mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Wichita, meine Damen und Herren, ist der Titel unseres spannenden Western und auch eine kleine Stadt in Kansas. Mit diesem Spielfilm beginnen wir das Abendprogramm hier im Ersten, zu dem ich Sie wie immer sehr herzlich begrüße. In diesem Wichita also soll Wyatt Earp Sheriff werden. Nach anfänglichem Zögern willigt er ein, sein entschlossenes Durchgreifen aber gefällt den maßgeblichen Bürger nicht. Als Earp die Stadt nicht freiwillig verlässt, spitzen sich die Dinge dramatisch zu. Das ARD-Wirtschaftsmagazin Plus Minus um 21.35 Uhr. Zwei der vorgesehenen Themen sind Sterbehilfe oder künstliche Beatmung, Strukturpolitik ohne Konzept und Spritzen für den Doktor, die pflegeleichte Behandlung der Ärzte durch die Pharmaindustrie. Um 22.30 Uhr folgen die Tagesthemen mit dem Bericht aus Bonn. Der Sport meldet sich um 23 Uhr unter anderem mit Eishockey. Um 23.25 Uhr sehen Sie Joachim Fuchsberger im Gespräch mit Helmut Zacharias. Ab 0.10 Uhr können Sie den zweiten Teil der Serie Exil sehen. Und gegen 1.10 Uhr dann noch einmal die Nachrichten der Tagesschau. Meine Damen und Herren, wir zeigen jetzt den amerikanischen Western Wichita, den Jacques Tourneur im Jahre 1955 inszeniert hat. Joel McCrea spielt die Hauptrolle eines Fremden, der sich erst nach einigem Zögern überreden lässt, das Amt des Sheriffs zu übernehmen.